Ich soll ja irgendwas mit den Frachtcontainern machen. Ich habe aber keine Ahnung, was. Was? Containersteuerung. Wo denn? Und, was? Containersteuerung, da. Wo sollen die sein? Ja, komm. Ja, komm, lass mich mal. Was ist denn das hier? Ach, hier. Normalerweise würde ich hinfliegen. Ich lade mal. Schädliche Atmosphäre entdeckt. Ich sehe Sie morgen. Wir haben den Frachtraum verschlossen und sicher. Fürs Erste. So, wir machen es nochmal. Dank der Explosion gibt es keine Luftschleuse mehr. Vielleicht können Sie was mit den Frachtcontainern anfangen. Vielleicht. Mal schauen. Ich arbeite dran. Erstmal gucken wir nochmal. Stehen bleiben. Das ist Container. 2, 3... 1, 2. 2, 3, 1, 2. Na gut. Dann nochmal rein. Mann. So. 2, 1. 2, 3. Wo ist denn das Ding jetzt hier? Hä? Wo ist das Terminal? Da ist der Frachtraum. Mehrere Ziele. Super. Docking. Ich habe wieder keine Orientierung. Ja, komm. Zack, zack, zack. Frachtraum. Ja, komm. Ärztliche Hilfe empfohlen. Sei ruhig. Geh mir nicht auf die Nerven. Ach da, Andockterminal. Ja, ich habe nichts zu essen. Ich habe gar nichts mehr. Wir landen nochmal. Schädliche Atmosphäre entdeckt. Ich sehe Sie morgen. Wir haben den Frachtraum verschlossen und sicher. Fürs Erste. Wird schwierig, hier reinzukommen. Dank der Explosion gibt es keine Luftschleuse mehr. Vielleicht können Sie was mit den Frachtcontainern anfangen. 2, 3, 1, 2. Ich schreibe mir das mal ganz kurz auf. 2, 3, 1, 2. Das kann ich mir doch sonst nicht merken auf Dauer. Schon sehe ich wieder nicht, wo der Container ist. Wo ist denn das hier alles? Hallo? Stopp. Warum ruckelt das plötzlich? Was ist denn hier los? So, 2, 3, 1, 2. Und diese Ruckler hier, die sind jetzt neu. Das hatten wir vorher noch nicht. Nicht in dieser Art. Containersteuerung. Wenigstens kann ich jetzt mal zielen. Da will ich hin. Licht an. Weg, weg, weg. Weg. So. Super. Containersteuerung. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Ich sehe wieder nichts. Also gar nichts. Containersteuerung 6. Wegen diesen blöden Viechern, die mich gerade angegriffen haben. Von der anderen Seite muss es sein. So. Jetzt haben wir es. So, also. Wir haben hier, ja, so. 2, 3, 1, 2. Manövrierung, Kontrolle gewährt, Frachtcontainer Fernsteuerung, andocken. Mal gucken. Da ist der Container. Zumindest nach Schriftzug.
Ich sterbe in dieser Kiste. Selbst die abgestandene Luft auf der Talos mit einer Spur von Nikotin und Desinfektionsmitteln duftet wie der Frühling. Danke, Dr. Yu. Aber ich dachte, wie ich sehe, sind Sie nicht mehr im Hamsterrad der Erinnerungen. Ich hoffe, Sie kommen vorbei. Wäre schön, ein vertrautes Gesicht zu sehen. Ich übermittle den Code für die Kiste, in der ich war. Sie haben Dr. Ikwe gefunden. Er arbeitete im Simulationslabor und in der Psychotronik. Er könnte uns helfen, wird aber wohl Ihre Mission nicht gutheißen, trotz allem, was er erlitten hat. Ich muss jedoch anmerken, dass er Sie und Alex immer bewundert hat. Habe ich irgendwo mal ein Anzugsreparaturkit? Ich habe Ersatzteile. Da oben. Nee. So. Okay, wenigstens ein bisschen Schutz, wenn auch nicht viel. Und ja, ich muss noch die neuen Mods ausgeben, ist mir auch klar. So, bringt mir das was? Jetzt kommen hier gleich wieder Gegner. Oder nicht? Ah, endlich wieder festen Boden unter den Füßen. Okay, Frachtraum betreten. So, nachdem ich also eine blöde Stelle hatte, wo ich nicht wusste, wie ich rauskam und hing, hatten wir gleich die nächste dämliche Stelle, in der wir hier durch das Weltall durften und keine Orientierung und nichts, weil viel zu dunkel und... ich habe wirklich... den Eindruck, was ist denn das jetzt? Da liefen doch zwei. Ich bin mir doch ziemlich sicher, dass da hinten gerade zwei Phantome liefen. Und das, wo ich nicht wirklich gut ausgerüstet bin. Okay. Wird gespeichert. Dr. Yu, morgen! Hier oben, Officer Cool. Wir können die Haupttür nicht öffnen, sonst kommen unsere Freunde durch. Sie müssen auf den Laufsteg, wir bringen sie rein. Na toll. Da ist ein Phantom. Was mich, glaube ich, gerade entdeckt. Na toll. Hat Adleraugen. Das gute Ding hat Adleraugen. Und ich würde gerne meine Psykraft einsetzen, aber ich kann die nicht auffüllen. Ich habe da nichts. Und die regeneriert ja leider auch nicht. So. Ich habe diese komischen... Verwertungsgranaten. Ich versuch's mal an das Ding ranzukommen. Trotzdem, es bleibt die Feststellung, irgendwie wird das Programm immer dunkler. Und nicht wirklich angenehmer. So. Hier. Okay, das war die eine Variante. Da unten steht gleich noch eine. Vielleicht kriege ich das auch so hin. Mit ein bisschen Taktik. Okay, da unten ist noch ein Phantom. Okay. Da wären zwei Granaten nötig. Aua, was war das? Wo ist es? Ich habe nicht mit noch einem gerechnet. Wenn ich jetzt mal ehrlich bin.
So. Gut, haben wir hier jetzt noch irgendwas Nettes? Noch irgendwelche Willkommensgrüße von irgendwelchen Viechern, die ich nicht haben will? Und, hi. Na? Heilige Scheiße. Erinnern Sie mich daran, mich nie mit Ihnen anzulegen. Sie haben sie alle getötet. Lassen Sie mich die Tür öffnen, Sir. Danke. Danke für die Hilfe. Gut, bevor ich da reingehe. Ah, guck mal, was ich hier gefunden habe. Ein Recycler. Bringt mir wahrscheinlich gar nichts. Also so ganz wenig nur. Ich würde bitte ganz gerne alles wieder nehmen, was drin ist. Denn das Ding hat keinen Strom. Was? Jetzt bauen sie hier schon an der Stelle so ein Ding unter Motto, hier kann man endlich mal Inventar aufräumen und weiß nicht was, und dann haben sie noch nicht einmal Strom für die Dinger. Aber sie sind anklickbar und das ist das Nervige dran, ne? Man freut sich dran, drauf, dass man hier was machen kann, und was ist? Nix. Na gut, mal gucken. Hi. Bevor ich aber hier was mache, da hinten ist noch so ein Ding zum Looten. Und wir gucken uns natürlich mal ganz kurz um. Manchmal hat man ja Glück und findet was, wie eine Rohrzange oder eine durchgebrannte Platine. Wahrscheinlich müsste ich hier viel mehr sowas machen mit dem Hin- und Herlaufen und Looten und weiß nicht was alles. Damit ich eben Materialien habe zum Wiederverwerten und zum Craften, denn Munition findet man hier ja so gut wie keine, man muss die ja leider immer herstellen. Aufgrund katastrophaler Schäden in Frachtraum 1 ist der gesamte Bereich zu räumen, bis alle Reparaturen abgeschlossen wurden. Betroffene Mitarbeiter werden wegen neuer Post... Treibstoff-Dock. Sehr schön hier. Irgendwas ist da hinten. Da will ich aber noch nicht lang. Ich gehe mal in die andere Richtung. Ich loote erstmal den Raum. Es sei denn... Hä? Ein... Mimik. Tschüss. Kannst dich gerne verstecken. Ich bleibe nämlich erstmal hier. So. Das ist ein Phantom. Na toll. Geht die Tür schon auf? Nein, mechanische Tür verschlossen. Gut so. Sehr gut sogar. Dann gehe ich da auch noch nicht rein und nicht lang. Denn der Typ hat ja gesagt, ich mache ihm mal die Tür auf, und solange die Tür auf ist, gehe ich dann erstmal da lang und hoffe, dass ich dort irgendwas Nützliches finde, und sei es nur ein Stromschalter, damit ich hier den Strom anschalten kann. Hi. Es macht mich ganz krank, hier zu warten, bis Sie kommen. Ja, bleib mal im Dunkeln stehen. Ich gehe mal rein. Das sind also die Überlebenden. Es gibt doch wirklich Überlebende im Spiel. Ich hätte nicht gedacht, dass es welche gibt, und damit wird es wieder interessanter nach einer Flaute. Ich habe gehört, dass Dr. Igwe in einer Frachtkiste außerhalb des Schiffs geschwebt hat. Dr. Igwe hatte Glück. Sie kamen genau zum richtigen Zeitpunkt. Hallo. Kommst nicht rein? Kommst nicht rein? Keine Bewegung. Raum ist sicher. Okay, ich bewege mich nicht. Haben Sie dieses goldene Zeug gesehen, das Sie machen? Wunderschön. Ja. Aber es macht mir Angst. Wie auch immer, Chief Elazar erwartet Sie. Das Zeug ist auch ziemlich ekelhaft. So, hast du was zu sagen? Chief Elazar möchte bestimmt mit Ihnen reden. Dr. Hugh, waren Sie in den Besatzungsquartieren? Haben Sie meine Frau gesehen? Nicole? Sie war dorthin unterwegs. Wenn Sie sie finden, können Sie sie herbringen? Der Gedanke, dass sie vielleicht eine dieser Kreaturen geworden ist. Tut mir leid, Dr. Hugh, das war unangebracht.
Verzeihen Sie mir. Nö, nö. Unangebracht ist es nicht, aber ich glaube nicht, dass man die Frau noch findet. Suchen Sie nach Nicole, Besatzungsquartiere. Da war ich doch aber schon. Gottverdammte Fluchtkapseln. Keine hat funktioniert. Einsparungsmaßnahmen. Wir können hier nicht ewig warten. Die Besatzung braucht vielleicht unsere Hilfe. Na, wer weiß. Ich nehme ja mal ein Medikit mit, weil ich habe mittlerweile wieder mal keine. Mann, verfolgst du mich? Der verfolgt mich. Und, Tamiko Hayashi. Captain Elazar will Sie bestimmt sehen. Wir haben erst vor kurzem erfahren, dass Sie noch auf der Station sind. War denn das fraglich, dass ich nicht mehr auf der Station bin? Okay, Captain Dingster will mich sehen. Die oder der ist... ein bisschen überbelichtet. Moment. Naja, gut. Da hat man eine schöne Aussicht. Mehr oder weniger. Gut, ich gehe mal nach oben. Ich vermute mal, ich muss eine Etage höher. Gott, wie diese Dinger sich bewegen. So krank. Was macht es? Oh mein Gott, hat es... Ich glaube, mir wird schlecht. Es hat gerade noch so ein Ding erschaffen. Es hat es aus Enox Leiche gezogen. Leiche? Ich weiß nicht. Es hat ihn vielleicht gerettet. Könnte immer noch Enox sein. Nein. Sieht das etwa so aus? Sam, versprich mir, dass du mich tötest, falls ich je so enden sollte. Sarah wird uns hier rausholen. Sie hat uns so weit gebracht. Wir sind hier sicher. Vorerst. Ich mach mal einen Rundgang. Mach das mal. Und ich geh mal hier... kurz mal rein. Ist hier noch was? Beantrage neuen Operator. Ja, bitte einen, der mich mal heilt. Sowas kann ich nämlich gerade sehr gut gebrauchen. Transfer Pyramid. Vielleicht höre ich mal einen neuen Operator bereit zum Diagnostizieren. Blaue Flecken, Abschürfungen, Erschöpfung. Nichts lebensbedrohliches. Endlich. Bitte halten Sie still. Es dauert nur einen Moment. Was war das? Alles wieder gut. So. Sie können einen Service-Fragebogen am Empfang ausfüllen. Nee, will ich nicht, danke. Ich gehe mal kurz ins Inventar und gucke mal, was ich habe. Ich habe hier zum Beispiel anzugsmäßig was. Das können wir verwenden. Die Neuromods. Genau, wir gehen mal kurz zu den Neuromods und gucken mal, was kann ich denn lernen. Ich habe 5 Stück übrig. Erhöht deine Gesundheit auf 200 und verlängert deinen natürlichen Lebensdauer um 50 Jahre. Das ist etwas, was ich, glaube ich, gleich nehme, weil so oft, wie ich hier sterbe, das ist ja... Ja, komm. Komm. Ich brauche eindeutig mehr Lebensenergie. In diesem Spiel. Eindeutig mehr. So. Und jetzt kriege ich hoffentlich meine Info, was das alles hier soll oder was ich hier noch alles machen soll. Natürlich nehme ich mal alles wieder mit. Ihr braucht ja den ganzen Kram nicht. Ich nehme alles mit, was da ist. Ich lese eine Notiz. Positive Beurteilung. Bitte geben Sie bei der nächsten Personalversammlung Folgendes an den Sicherheitsdienst weiter. Wir haben von der Erde positive Rückmeldung zu unserem Versorgungs- und Frachtpersonal erhalten. Während der letzten Besichtigung durch ein Vorstandsmitglied hat das Frachtpersonal der Talos 1 vorbildliche Arbeit geleistet. Gut gemacht. Machen Sie weiter so gute Arbeit. Wenigstens etwas. Wenn Sie hier herausfinden, dann nehmen Sie Dr. Ikwe mit. Vielleicht kann er ja helfen. Woanders. Was? Warum sollte ich das machen? Dr. Ikwe, dass der überlebt. Pures Glück, schätze ich. Na, dann red doch mal. Morgan Yu. Sie sind also dem Simlab entkommen. Ja, ich wusste Bescheid. Habe mir die Protokolle angeschaut, als es hieß, dass sie degradiert wurden. Und was sehe ich? Dass sie ins Simlab ein, aber nie ausgecheckt haben. Weiß nicht wie, aber sie konnten wohl fliehen. Genau wie diese Viecher, von denen ihr Bruder meinte, dass sie nicht ausbrechen können. Hätte gern bessere Nachrichten. Wir halten hier gerade so durch. Unsere Standard-PPNs sind gegen diese Dinger ungefähr so hilfreich wie Wasserpistolen. Wir kommen nur durch Frachtraum B zur Talos zurück und der ist verriegelt. Zu unser aller Sicherheit.
Sie wollen den Code? Dann befestigen Sie unsere Stellung. Das heißt Auslöscher. Und zwar jede Menge. Dafür brauchen wir aber den Fabrikatorplan und einen intakten Fabrikator. Wir kommen weder an das eine noch an das andere. Der Fabrikatorplan liegt im Tresor vom Sicherheitsbüro, das dank des Rumpfbruchs unerreichbar ist. Mit einem Anzug können Sie aber einen Spaziergang machen. Wir brauchen dringend zusätzliche Feuerkraft. Tja, ich weiß nicht, was Sie vorhaben morgen, aber denken Sie dran, wichtig ist nur noch, wie Sie die Leute behandeln, die noch am Leben sind. Ich will nicht ins All. Da war ich schon. Diese Dinger finden irgendwann einen Weg hier rein, wenn wir nicht zuerst angreifen. Hoppla. Wo kommt denn der plötzlich her? Hi. Ich hab dich gerettet. Krieg ich mal einen Dank? Nein. Die Evakuierung. Bericht einer Überlebenden. Tag 1. Tag 1. Ich hatte Alessa beim Hundefriseur abgegeben. Ihr Name bedeutet Freude. Ich verabschiedete mich und ging ein paar Straßen weiter, um mir beim Park einen Mokka zu holen. Einige Jets flogen ziemlich tief an mir vorbei und machten solch einen Lärm, dass ich mich regelrecht erschreckte. Ich weiß nicht, woher sie kamen, aber sie waren voll beladen mit Bomben und Raketen. Alle sahen hinauf. Der Lärm der Maschinen hallte von den Gebäuden wieder, aber wir hatten sie aus den Augen verloren. Der Himmel war klar und ich sah, wie rosafarbener Rauch aus Richtung des Stadions aufstieg. Dann heulten die Sirenen los. Die hatte ich seit meiner Kindheit nicht mehr gehört. Einige Leute blieben verwirrt stehen, aber mein Instinkt befahl mir, loszulaufen, vom Stadion weglaufen, von Alessa wegzulaufen. Ich war nicht alleine. Allerdings wussten wir nicht, wohin es gehen sollte. Dann sah ich, wie ein Polizist Leute in ein Restaurant in einem Untergeschoss führte. Ich glaube, da befand sich ein alter Luftschutzkeller. Ich sah wieder nach oben und erblickte ein Flugzeug, ein ziviles, da bin ich mir sicher. Ich glaube, es war zum Flughafen unterwegs. Während ich es beobachtete, löste es sich ohne jegliches Geräusch in einem Glitzern auf. Es verschwand einfach. Ein Mann in meiner Nähe begann zu fluchen. Ich fiel hin und stieß mir den Kopf auf das auf dem Pflaster. Interessant. Ah, Sie haben den Medizinoperator benutzt. Das Ding hat uns schon oft gerettet.